Hi, ich bin Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Neuer Tag, neues Glück. Gestern wollte ich eigentlich noch eine zweite Folge dieses Projektes aufnehmen, aber die gesamte Zeit, die ich dafür hatte, ist am Ende fürs Suchen draufgegangen. Ich bin mehrfach durch die gesamte Stadt gerannt, habe nichts gefunden, um letztendlich festzustellen, zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Ich konnte gar nichts finden, weil eine Datei irgendwie gefehlt hat, nicht vollständig war oder sonst irgendwas. Fragezeichen hat mir dann eine Datei geschickt und danach ist hier am Strand was passiert. Ich habe noch nicht geguckt, was. Ich bin bis hier hingelaufen, habe gesehen, da stehen alle und dann habe ich es gelassen und wieder ausgemacht. Das heißt, wir können heute weitermachen, nachdem wir in der letzten Folge Melinda besiegt haben. Und ja, ein Vulpix und ein Kanimani, wie angekündigt. Aha, ja. Ihr Bein wisst, was ihr getan habt, oder? Nago, Nagi, Sag. Spricht mit sich selber. Ich fühle mich nicht einsam. Sind wir jetzt fertig mit der Vorstellungsrunde? Ja. Nein. Was? Hier ist schon, dass diese Welt ein Gefängnis für viele ist. Und jetzt auch für uns. Wegen euch. Was? Warum das? Als dieses hässliche Energiebündel vorhin uns alle wegkatapultiert hat wegen der dunklen Materie. Danke für die Info. Das heißt aber, die dunkle Materie ernährt sich von negativen Gedanken und wir sind auf der Insel der Negativität angekommen. Ich spüre, sie wird stärker, sie will mich wieder kontrollieren. Dann lass dich doch von ihr kontrollieren. Bitte was? Itsuna, klappt ja das recht, Nago. Hör auf, du verletzt hier noch alle. Was macht Melinda hier? Was geht hier? Ach du Heilige! Melinda hat's komplett verstanden. Alle auf dieser Insel werden für immer zerstört und du kannst nichts dagegen tun, Nagi. Aber bringt euch das nicht auch um? Wir sind eh nur Klone, ne? Und darum ist sie vorher gezuckt. Sie wusste, dass sie nicht echt ist. Darum bist du blöd, Nagi, wenn du hier weitergehst, dann stirbst du. Vergib mich, ich muss zu Itsuna durchdringen. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Nur so kann ich sie von der Kontrolle lösen. Und das sagst du uns jetzt! Wir unterstützen dich, Nagi, egal was kommt. Endlich bin ich dich los. Nagi. Tschö. Nein. Au. Wo kommt denn die Musik her? Wir werden diese Welt vernichten. Nago und Sayu gegen Lloyd und Saku. So. Ab geht's. Natürlich regnet's, damit der Typ da wird. Warte. Der Typ da wird gebufft, aber. Du nicht! Du wirst schwächer vom Regen! Und guck mal, was ich hier hab! ...8000 IQ! So. Was ich noch kurz erklären möchte, weil ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Dunkle Macht und dunkle Materie. Die dunkle Macht hat versucht, Itsuna und Nagi loszuwerden, um zu verhindern, dass die dunkle Materie befreit wird. Ich wusste nicht, ob sie vielleicht sogar erreichen will, dass sie befreit wird, um sich mit ihr zu verbünden oder sowas. Das war aber nicht der Plan. Die dunkle Macht hat einfach erfolgreich versagt. Ah ja, und noch ein kurzes Thema, das ich ansprechen will, falls das irgendwie interessiert. Warum ich immer hier denselben Pulli anhab bei den Aufnahmen. Ich trage nicht ewig denselben Pulli, keine Angst.
Ich hab den hier wirklich nur, wenn ich das Projekt hier aufnehme, an nie anders. Ja, ich wechsle. Leute, ist zwar deutlich niedriger gelevelt, die Musik ballert aber schon. So. Mit meinen 8000 IQ habe ich schon mal Sayu gut besiegen können. Leute, ist Forever Alone, dafür darf er hier jetzt mal auf die Schnauze geben. Oder auch... Seit wann kann Kadima die Hypnose? Ich sehe schon, wer auf jeden Fall der bedrohliche Gegner von den beiden ist. So stark war der noch nicht als im ersten Kampf. Wobei man da auch sagen muss, hier ist jetzt natürlich der 5000 IQ-Move der Regen. Aber hier Leute hat anscheinend eine viel zu hohe Spezial-Defense für den. Ja, das macht er auch nicht mehr. Okay. Also an sich kann ich mir vorstellen, Nago könnte schon echt krass sein, wenn er nicht so wenig Schaden machen würde. Aber auch so mit Taktik, so Regen, Hypnose. Not bad, aber, ne? Ich bin schlauer. Und der Regen schadet dafür eben Sayu. Wobei ich nicht ganz verstehe, wenn Sakun Alola Vulpix ist. Nago ist ja der Klon von Nagi, beide Kanimani einer Shiny. Warum ist denn dann Sayu nicht ein Shiny Alola Vulpix, sondern ein Shiny Normales? Fragen, die die Welt bewegen. Ich philosophiere sehr spiel über dieses Spiel, Leute. So, aber egal, wir haben gewonnen. Es ist schon längst zu spät. Mal gucken. Während Sakun lädt gegen Nago und Sai kämpfen, erlebten Nagi und Itsuna was anderes. Wo bin ich hier? Ist das ein Mystery Dungeon? Warum kann ich nicht real sein, so wie alle anderen auch? Das sind Gedanken von Itsuna. Es sind meine Gedanken. Die dunkle Materie, die du erschaffen hast. Ich hab dich nicht erschaffen? Was? Ich hab mich dann erschaffen, wenn ich du. Schließlich hast du Itsuna erschaffen. Das kannst du nicht. Warte, hä? Apropos. Also, das hat nichts mit der Super Mystery Dungeon Story zu tun, so wirklich. Eigentlich ist Itsuna ja einfach nur Mew und Mew wurde nicht irgendwie erschaffen oder so. Okay, man kann sich jetzt streiten, ob vielleicht. Ja, ich hoffe, euch ist übrigens klar, dass hier auch Spoilerwarnung für die Mystery Dungeon Reihe besteht, ne? Das vielleicht irgendwie kann man diskutieren. In der Bonus-Story von Super Mystery Dungeon, wenn der Partner zurückkommt, dass es dann vielleicht nicht mehr Mew ist, sondern wirklich irgendwie ein bisschen eher selbst erschaffen ist. Aber an sich verstehe ich den Punkt nicht ganz von wegen selbst erschaffen. Du kannst das nicht leugnen, oder? Das stimmt, ich habe Itsuna so wie sie jetzt ist erschaffen. Diesen Fakt kann niemand ändern, aber ich habe auch Nago erschaffen und wieso sollte ich was Böses schaffen, wenn ich weiß, dass es mich vernichten will, oder? Die Möglichkeit geben, dass es existiert. Worauf willst du hinaus? Du bist auch für was Gutes geschaffen worden sein können. Extra noch mit diesen drei Worten, die so extra betonen. Eigentlich nicht, aber eventuell ganz vielleicht in der Theorie. Du bist auch für was Gutes erschaffen worden sein können. Lächerlich, ich war schon am Anfang, aber ich bin Nagi. Alter, die Musik ballert ein bisschen zu laut. Ich hoffe, ihr hört mich. Itsuna, ich hab's endlich verstanden. Egal, was ich bin, es ist gut, dass ich da bin. Yay, du hast mich sicher vermisst, oder? Ganze 5 Minuten. Was, wenn ich... Zeigen wir... Und was wir meinen, gemeinsam, Nagi. Oh, Kampf gegen die dunkle Materie, Super Mystery Dungeon Rematch. Jawoll!
Wobei ich sagen muss, hätte schon Sinn ergeben, wenn hier jetzt das dunkle Materie-Theme gespielt hätte. Und nicht Primal Dialga. Aber Rematch. Oh Gott! Rematch aus Super Mystery. Oh Gott, Jesus Christus bewahre. Rematch aus Super Mystery Dungeon. Die dunkle Materie gegen Nagi und Itsuna. Ich weiß, dass sie Geist Unlicht ist. Das heißt, es ist nicht möglich, sie sehr effektiv zu treffen. Und die Tourschottet mich! Was soll ich machen? Eigentlich die einzige Möglichkeit, wie ich überleben würde. Und das auch nur auf Dauer. Ach, natürlich! Drachenwut! Drachenwut ist so broken, Alter! Jawoll! Drachenwut ist so broken! Und das war's. Die dunkle Materie hat wieder einmal verloren. Wie könnt ihr so stark sein? Mit Drachenwut ist es möglich. Wie? Ihr hattet doch vorhin keine Chance gehabt. Wieso habt ihr jetzt eine Chance gegen mich? Wisst ihr auch, die dunkle Materie wird schwächer. Du hast recht, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt verstehe ich's. Es ist der Kampf, der uns alle hierher gebracht hat. Er hat all meine Kräfte verbraucht, so wie den Hass, wenn Pokémon nicht mehr existieren. Werde ich schwächer, wie konnte ich so blöd sein? Nagi, Itsuna, ihr hattet beide von Anfang recht gehabt. Ich hätte nicht alles zerstören dürfen. Ohne Leben gibt's mich gar nicht. 5 IQ. So, ich kann euch doch auch nicht in dieser Welt alleine was. Wisst ihr, ich werde euch zurückbringen. Meinst du, wir kommen endlich nach Hause? Fast. Ich will noch, dass sie mir eine Bitte erfüllt. Lass mich raten, dunkle Macht auseinandernehmen. Rettet die Pokémon-Welt. Ein Pokémon wird uns vernichten wollen. Sein Name ist Missino. Oder ist es neu? Was Neues? Nachdem die dunkle Materie sich aufgelöst hatte, konnten alle in der Stadt nach Hause kommen. Auch ich, Itsuna, Lloyd, Saku. Unsere Aufgabe war es, das genannte Pokémon zu besiegen. Was die dunkle Materie gesagt hat. Was natürlich richtig geil wäre. Ja, ist das jetzt einfach wirklich ein... Ich verstehe das jetzt so, das ist jetzt wirklich sozusagen neben dem Hauptspiel ein komplett neuer Storystrang. Mit neuen Bossen, alle neu. Wieso sind wir nicht zu Hause? Wir müssen die Retterteams helfen. Oh, oder auch nicht. Wir haben das der dunklen Materie versprochen. Und der vertraust du? Naja, sie hat uns aus der Stadt rausgebracht. Stimmt auch wieder. Und weiß jemand, wo wir lang müssen? Am besten fragen wir Saku, die es weiß. Am besten bleiben wir zusammen. Und jetzt geht's hier weiter. Ich glaube, die Wahrheit selber rauszufinden war eine blöde Idee. Zurück bei Shinux. Hallo, ich will laufen. So, Sinister Forest. Ruby Destiny. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal spielen. Es war schon ein cooles Game. Auch wenn der Endboss, Secret Endboss. Ist das hier dasselbe? Sieht so aus mit einem Döner. Der Döner schmeckt gut, so gut, dass die Box für immer verschwand. Nee, jetzt stinkt sie nur nach Döner. Döner stinkt nicht. Endlich habe ich den Albtraum, um Günther für immer loszuwerden. Wer spricht da und wer ist dieser verdammte Günther? Du bist Digga, Namensgebung OP! Ich weiß, wer Günther ist, aber wieso ist er wichtig? Warum sagt er? Du kannst mich hören, scheiße, wie kriege ich das Mikrofon aus? Bist du ein Mensch? Was soll ein Mensch sein? Ich hoffe, das gibt mir genug Zeit, um das Mikro auszuschalten. Gegenfrage! Warum spricht ein Antagonist überhaupt in einem Mikrofon? Egal ob an oder aus. Wieso hat er überhaupt eins bei sich, wenn er selbst Gespräche führt? Wow. Können hier da keine Pokémon spawnen? Ja oder nein? Eine Frage wird mir nicht gestellt. Und damit wäre die Frage auch geklärt.
Der Hintergrund gefällt mir sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt. Ich glaube, es kommt gar nicht mehr viel mit Shinux. Wir rennen jetzt noch ein bisschen durch die Ruby Destiny Welt. Dann kommen wir zu einem komischen Haus, wieder Frieden und dann geht's schon zum Finale. Also, jetzt, es kam nach dem Finale ja noch ein ganzer Haufen Zeug. Hier haben wir auch einen Hintergrund. Myrapla ist zwar nicht so angenehm, aber weißt du, ich lass mal. Ist die Musik jetzt einfach ein... Alter, auf einmal spawnt wieder alle 2 Meter was. Ist die Musik hier einfach nur, weil Ruby Destiny hier ein Bosskampf... Ja, gesagt, es war kein Bosskampf, aber die Gegner von einem Bosskampf ein bisschen später haben wir schon gewartet. Oder ist in dieser Version auch was? Da. Endlich habe ich meine Ruhe. Nichts wird mich daran hindern, meinen Urlaub zu genießen. Sorry, ich müsste hier vorbei. Warum stört mich jeder bei meinem Urlaub? Günther versteht kein Wort. Okay. 15! Neuer Bosskampf! Ist das dasselbe Aerodactyl wie in Ruby Destiny? Könnte gut sein. Das kam überraschend, vor allem Level 15 Aerodactyl. Was? Das war, glaube ich, nicht der Plan. Der Bosskampf hat sich selbst geskippt. Sag mal, das war nicht der Plan, oder? Fragezeichen! Der Bosskämpfer verpisst sich einfach. Du sagst auch Ciao mit V. Oh Gott, Digga, ich muss gerade los. Was ist nackt? Ich kam gerade super drauf, klar, merkt man. Das Einzige, was mich stört, ist, dass man nicht sprinten kann in dem Game. So bei Stellen wie der Stadterkundung gerade. Das hätte garantiert nicht geschadet. Ist da wieder ein Gegner? Oh, hi, wer seid ihr? Hallo, ich bin Bla. Ich bin Bob. Und zusammen wissen wir nicht, was wir hier tun. Aha, ein Fangame. Also einfach wieder... Das Game erscheint noch. Aha. Also einfach wieder random NPCs. So, jetzt sind wir in diesem Teil. Ich werde hoffentlich nicht wieder 8,5 Stunden umherirren. In der Hoffnung, irgendwann... sind alle hier... irgendwann den richtigen Weg zu finden. Ich blick mir ein, da oben ist es. Warum kann ich da nicht lang? Was ist denn das? Mal gucken, ob ich mich richtig erinnere. Man dürfte meinen, mir bleibt das im Gedächtnis, nachdem ich irgendwie hier 20 Minuten rumgerannt bin und nichts gefunden habe im Ruby Destiny. Könnte man meinen, ich würde mich irgendwann mal an den Weg erinnern. Vor allem müsste man hier ja auch nicht nur einmal lang. Das war eh an Ruby Destiny das größte Problem. Es war sehr redundant, man müsste irgendwie jeden Dungeon mehrfach durchqueren, aber... Hier sieht man, das ging schnell, das war's schon mit dem Gebiet, durch das ich nicht durchgekommen bin, weil ich's mir eben gemerkt habe.
So, jetzt treffen wir hier doch gleich irgendwo. Kacke, falsch. Da ist wieder Sandama, moin. Eigentlich jemand, mit dem ich reden kann. Albtraumanalyse 99. Ich kann mir vorstellen, dass ich leveln müsste, aber... Ich muss erst hier geradeaus, das weiß ich. Erst hier geradeaus, dann dürfte ich auf den Boss treffen. Und dann muss ich da zur Treppe hinten. Hi. So, du solltest du nicht weiterkommen, sprich mit Abra nahe der Treppe vorm Dungeon. Wie bist du in diese Welt gekommen? Es gibt keinen Weg in diese Welt. Außerdem, was machst du hier, wenn du die Pokémon nicht retten willst? Oder ist, weil es dir egal ist? Ach so, du bist in dieser Welt gefangen, weil du ein Geist bist. Was, ich bin Geist? Ich will auch erklären, warum dieser Günther mir so bekannt vorkam und warum ich keine Bestimmung habe. Würde ich mich auflösen, aber ich bin in einem Albtraum von jemandem, deswegen komme ich hier nicht raus. Ist doch verrückt, wer bist du überhaupt, dass du solche Thesen aufstellen kannst? Mein Name ist Jagold. Ein anderer hat diese Welt erschaffen, aber bald werde ich mit dem anderen Ich wieder fusionieren. Wieder ein Mensch sein mit eigenem Willen. Exakt, was er sagt. Aber um das zu schaffen, muss alles in dieser Welt verschwinden, auch du. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Es ist halt einfach Boden. Boden-Pokémon. Ich sag's auch, wie es ist. Ich hätte definitiv Aerodactyl nicht besiegt. Wenn er den Kampf nicht selber beendet hat, schafft das. Wenn das jetzt nicht irgendwie viel mehr macht. Okay, das war ein Crit, dann geht's. Weil ich hab ja auch das ein oder andere Item dabei. Außerdem critte ich auch. Das ist chillig. Alles gut. Ich schaff das. Alles entspannt. Da muss ich nicht leveln. Ich dachte, ich müsste es vielleicht, aber... Ja, wenn er nicht crittet, ist er tot. Ja. Okay, alles entspannt. Ich hatte Angst, aber... Er hatte halt keine Bodenattacke offensichtlich. Und damit haben wir gewonnen. Mich hat's aber gewundert. Ich dachte, der wäre jetzt... Oh. Ich dachte, der wäre jetzt noch höher gelevelt. Ja, das ist ja nur 40. Ich dachte, Banner Shock wäre stärker. Ja, ich habe zwar keine Ahnung. Ich glaube, Shinyx ist speziell ein bisschen... Aber nee, Banner Shock geht rein. Raus. Funkensprung geht rein. Banner Shock hat eigentlich nur enttäuscht. Das ändert nichts. Nur, dass du es weißt, ich bin auch nur ein Geist. Du bist ein Geist? Ja, und wenn Pokémon ein Geist ist, kann es nur ein Pokémon angreifen mit starken psychischen Kräften oder einem starken Geist. Außerdem können die meisten Psycho-Pokémon dich sehen. Ich zeig dir, wer unsichtbar ist. Albtraum zu 99,99%. Warte, was passiert jetzt, wenn dieser Ort verschwindet? Was passiert dann mit mir? Fehler bei der Erstellung des Albtraums aufgetreten, kann nicht weiter ausgeführt werden. Ich weiß nicht warum, aber ich muss hier abhauen. Ich hasse es, aber ich glaube, Jagold hat recht. Die ganze Welt stürzt ein. Ja, und jetzt geht's zurück dahin. Ja, wir schaffen heute viel. Das ist schön. Falsche Richtung. Wir schaffen heute einiges. Da kann man nichts sagen. Und ich würde sagen, weil wir auch schon so viel geschafft haben, geht es in der nächsten Folge weiter mit Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Mal gucken, vielleicht finden wir wieder neuen Content. Vielleicht geht es aber auch zum Finale. Wer weiß. Also ich glaube, wenn, dann wäre es eh nur das Finale für Shinyx, aber...
Kommt bis zum nächsten Mal und ciao mit V.